ich möchte nur nicht pleite gehen, reicht für mich als Ziel nicht aus. Da wäre es mir, glaube ich, zu langweilig. Ja, hallo, alle miteinander zu einer weiteren Folge meines Europa Let's Plays. Und ja, ihr merkt, es wird wieder regelmäßig und ich hoffe auch, dass ich das jetzt so weiter durchziehen kann und ich immer genug Folgen im Voraus produzieren kann und die Zeit, wo ich, ja, verdammt nochmal, es kommt auch mal vor, dass ich auf dieses Spiel nicht ganz so viel Lust und Zeit habe, um hier Folgen aufzunehmen, dass die Zeit mal überbrücken kann. Jedenfalls, ja, ist das ein Vorsatz, den ich mir genommen habe dieses Jahr, die Serien wie Simotrans Europa Let's Play, also ich habe das wirklich von mir mittlerweile ein Herzensprojekt geworden ist, auch wieder, ja, regelmäßig durchzuziehen hier. Und deswegen fange ich an, wie momentan, ja, regelmäßig ist jetzt jede Folge läuft. Städte anschließen. Am Anfang hatte ich noch gesagt, jede Folge eine Stadt, weil ich auch dachte, hier passiert erstmal mehr, aber scheinbar nicht wirklich. Nachdem wir da eine, ja, Griechenland-Türkei-Folge letztes Mal hatten, kommt heute die Russland-Folge, um auch hier ja, mehr Leute, mehr Beförderung, mehr Gewinn rauszuschlagen. Und ja, geht los. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, um mich hier nicht zu verschreiben, um hier nicht irgendwen zu verärgern von meinen Zuschauern und Abonnenten. Denn ich mag die Daumen, die nach oben zeigen, lieber als die Daumen, die nach unten zeigen. Ja, so ist das. Wer mag nicht lieber Positives als Negatives, aber natürlich ist auch Kritik, die ja erstmal im ersten Moment negativ ist, auch positiv, wenn es Kritik ist, die natürlich so in dem Sinne ist wie, ah, dort baust du Mist, das geht besser so und so, dann ist sie für mich hilfreich, denn ich spiele auch solche Spiele gerne mit anderen zusammen. Weil wenn man nur alleine spielt, man ist nur im eigenen Saft, sag ich mal, und entdeckt nichts Neues. Und mir geht's in jedem Spiel so, dass ich, wenn ich es mit anderen spiele, immer wieder neue Ideen bekomme oder neue Ansichten oder wie ich was anders machen kann, um selber besser zu werden im Spiel. Deswegen, egal eigentlich, welches Spiel es ist, ich habe noch keins erlebt, wo ich es nicht Multiplayer gespielt habe und mir gesagt habe, scheiße, ich werde ja schlechter. Also von daher gesehen, es macht auch mehr Spaß im Multiplayer, ist vollkommen richtig. Aber so manche Dinge, ja, es ist manchmal schwierig im Multiplayer so zusammenzukommen. Immer, deswegen spielt man ja solche Spiele dann auch im Einzelspieler. So, genug geredet, ich habe wieder Arbeit mit anschließen hier. Ja, noch. Lin. So. Weiter geht's. Kreuz, 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 da haben wir's. So, dann da oben noch St. Petersburg, jawohl, und St. Petersburg ist dann auch nach Moskau zu verbinden. Gut, 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 gut. So, wieder mein übliches FP. Kürze mal Sankt mit ST ab, ich glaube, das ist so üblich, ne?
Also korrigiert mich bitte, wenn nicht, aber ich glaube schon, ne? So, wuppdiwupp. Sorry, wenn ich jetzt gerade mal nicht rede, aber ja, manchmal ist man so ein bisschen vertieft in dieses Spiel auch, dass man gar nicht so mitkriegt, wie man manchmal still da hockt. Und im Prinzip kann man ja hier auch kaum jetzt erstmal was großartig Neues erzählen. Denn es ist ja mehr oder weniger stupides Anschließen der Städte, und auf der Stadt sind 93 Städte. Quatsch, andersrum. Und was ja auch mein Ziel ist, hier oben, da, für 5 Millionen, was so eine Stadtgründung kostet, eine Stadt drauf zu platzieren, ist ja eins meiner vielen Ziele. Und für mich ist es halt so bei so einem Spiel, ich kann nicht so ziellos durch die Gegend bauen. Also nur hier, ich möchte nur nicht pleite gehen, reicht für mich als Ziel nicht aus. Da wäre es mir, glaube ich, zu langweilig. Ich versuche mir die Ziele noch so gestellt, zusätzlich, um es mir natürlich noch ein bisschen schwerer und interessanter zu machen. Muss man nicht machen. Wie gesagt, überhaupt nicht. Und ansonsten, es lädt bloß ein, dieses Spiel, dass man eben sich selbst noch zusätzlich Ziele setzen kann. So, weiter geht's. Hier, komm hoch. Da läuft das Ding. Gar kein Problem. Da ich das hier, oh Mann, das ist ein Mod. Davor hat es mir schon in der ersten Folge graut, diese Städtenamen auszusagen, weil ich habe dann für mich auch den Anspruch dran. Ich will es nicht falsch aussagen, aber die sind für mich immer so ein Zungenbrecher. Deswegen, ich versuche es jetzt einmal und dann hoffentlich nie wieder. Petrozavodsk. Ich weiß nicht, ob es so richtig ausgesprochen wird. Ich hoffe und ja. Das verbinde ich mit Sankt Petersburg. Da kann ich eigentlich von Moskau, hier habe ich da unten Depot, warum habe ich die da von da unten losfahren lassen? Ja, ich weiß, ihr könnt mir darauf gerne schreiben, du Depp. Da fühle ich mich selbst jetzt so, dass ich dieses Depot hier nicht bedacht habe. Unnötige Kosten dadurch verursacht habe in meinem System, aber die Marge ist ja immer noch bei über 40%. Von daher, wenn man hier auch sieht, was ich jetzt, diesen Monat war ja schon hier Türkei, Griechenland, was hier für Ausgabenbau, Fahrzeuge sind und trotzdem habe ich noch Bruttogewinn. Das ist natürlich Bombe. Richtig, richtig geil. Freue ich mich tierisch drüber. Und ja, eigentlich ein bisschen Zeit ist noch. Ich könnte jetzt im Prinzip diese Stadt, weil sie es anbietet, die ist auch so einzeln dort, noch fix mit anschließen. Und dann haben wir hier wirklich quasi die Russland-Folge soweit durch, fast. So. Oh. Schon. Gelsk. Wenn man das so auch immer ausspricht. So.
Viele neue Fahrzeuge. Viele, viele, viele neue Fahrzeuge. So. Ja, ich glaube, das wäre doch eine ganz gute Russland-Folge hier jetzt gerade. Und man sieht, es nimmt immer größere Auswirkungen aus. Boah! Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es nimmt immer einen größeren Bereich ein. Und damit sollte es immer besser werden. Von daher gesehen, ja, freue ich mich, dass wir hier die Beförderung verdoppeln konnten, wieder fast. Die Einnahmen, Betriebsgewinn auch. Also das, ich würde sagen, es läuft. Auch wenn wir jetzt mittlerweile Instandhaltungskosten von 12.000 haben, aber die fahren wir ja zum Glück vollkommen rein. Und ich würde diesen Monat noch in dieser Folge beenden wollen, deswegen spule ich jetzt mal kurz vor. Den Moment kann ich ja auch mit euch gemeinsam mal verbringen, weil ich habe ja die letzten, also die jetzt die ersten Folgen schon gesehen haben, ich schneiden tue ich nicht, ich drücke da mal Pause in meinem Aufnahmeprogramm und spule mal vor. Aber ich glaube, die paar Sekunden lasse ich hier mal laufen mit. Wenn ihr auch seht, ich baue da auch wirklich nichts. Ich lasse das einfach jetzt so vorlaufen und warte den Monat einfach mal ab, was da noch so passiert. Vielleicht poppt ja irgendwas auf. Ja, oh, du hast eine Feuerwehr- oder Polizeistation bekommen. Das sind immer so die ersten spielinternen Gebäude, die man bekommt. Und da fällt die Marge unter 40%, was mich jetzt nicht ganz so juckt, weil mein Ziel ist immer 10% Marge Minimum. Und davon bin ich, ja, immer noch deutlich weit entfernt. Im positiven Sinne. Und deshalb freue ich mich natürlich, dass das hier so läuft. Und dass die Kutschen auch da ankommen, wo sie jetzt ankommen sollen. Und damit auch mehr Beförderungen wieder sind. Und wieder mehr Kohle. Und wie man sieht, die Verdopplung des Betriebsgewinns ist erreicht. Das ist natürlich schon geil. Auch die Beförderungen sind erreicht. Eine halbe Million Einnahmen nach, ich drücke mal die Schnelltaste weg, nach 7 Monaten, hier habe ich ja angefangen, ne, 1905 im Januar, ja. Also das ist, boah, also, müsste jetzt selber überlegen, ob ich selbst im anderen Spiel, was ich mal gespielt habe, so gut gelaufen bin. Weiß gerade nicht, wie das so alles klappt, aber scheinbar mache ich vieles richtig hier für mich. Von daher gesehen freue ich mich, dass es nicht so ist wie in der ersten Staffel, dass ich da in dieses Minus rutsche und mir denke, ach, das Minus hau ich raus, ich muss bloß mal nicht bauen. Man baut doch immer. Deswegen ist es mir so lieber, dass ich hier eine halbe Million plus habe. Damit lässt sich dann auch schon mal was bauen, ohne dass man ins Minus rutscht. Ja. Und deshalb sage ich mir, ist diese Russland-Folge damit im Kasten? Da freue ich mich schon mal. Und ja, mal schauen, was die nächsten Folgen so kommt. Ich freue mich jedenfalls und freue mich und hoffe es, dass ihr euch auch freut und ich euch auch ab und zu mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Denn ja, ich finde, das Spiel macht Spaß und ich hoffe, es kommt so rüber. Und ansonsten, ja. Freue mich natürlich auch, wenn ich 50 Abonnenten habe und mir nie vorgestellt habe, so viele zu haben. Ich freue mich genauso über jeden neuen Abonnenten. Deshalb, wenn es euch gefällt, dann verpasst keine Folge und abonniert mich. Und natürlich, wenn es euch noch mehr gefällt, dann könnt ihr natürlich auch ein Like da lassen. Ansonsten konstruktive Kritik gern gesehen. Und in diesem Sinne, bis denn dann, euer Prisos.